Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Mani Breukmann und Frank Buschmann. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Also ich habe schon mal mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja hier komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß, das macht Appetit auf das Spiel. Lüdger Falk wird die Partie heute pfeifen. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Salomon Kalou. Kruse. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Schieber. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Stranzl. Kruse. Und nun Traoré. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und nun Traoré. Ja, tolle Chance. Schieber. Johnson. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Johnson. Oscar Wendt. Jetzt schießt er und der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Und per Kopfball. Schön gehalten. Pekarik. Janschke.
Und nun Traoré. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Janschke. Die verstehen sich blendend. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Salomon Kalou. Und nun Traoré. Kruse. Oscar Wendt. Und nun Traoré. Wenn sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann finden sie auch die Lücke. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Also das war ja wohl gar nicht. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Kruse. Oscar Wendt. Kruse. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ein herrlicher Pass. Und nun Traoré. Oscar Wendt. Der Assistent entscheidet abseits. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Salomon Kalou. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Oscar Wendt. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Janschke.
Oskar Wendt. Kruse. Jonsson. Kruse. Jetzt greift er ihn an. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Jonsson. Stranzl. Oskar Wendt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Kruse. Raphael. Kruse! Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Achtung, jetzt! Das könnte noch mal die Chance sein zur Führung und damit vielleicht auch schon zum Sieg. Es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Wer wird der Sieger sein? Nach 90 Minuten wissen wir es noch nicht. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden. Der Spielstand nach der regulären Spielzeit.